Hallo, meine lieben Freunde der Drucktechnik. Hier ist wieder euer Mega-Admin Todde. Wollte mal wieder heute ein bisschen Hallöchen sagen. Ja, wie ihr sagt, also geht immer noch um den Feistec-Klon mit IGUS-Lagern, Noctua-Lüftern, alles. Ich habe ja nun schon Videos hochgeladen, ein paar Sachen gemacht. Also, ich muss sagen, das ganze Upgrade lohnt sich also wirklich. Gab natürlich in anderen Gruppen, wo ich das auch hochgeladen habe, haben natürlich welche gemeint, ja, IGUS geht ja gar nicht und Ölen schon gar nicht, obwohl ich mich rückversichert habe. Ich möchte da ja irgendwie nicht alles zerschießen oder was weiß icke. Und logisch stehe ich mit IGUS in Kontakt und frage nach, geht es und so. Die haben mir versichert, ja, es funktioniert. Es ist einfach besser. Die laufen einfach besser dann die Lager. Warum denn nicht? Gut geschmiert ist besser wie geschoben. Ja, ansonsten muss ich sagen, ist der Klon jetzt fertig von mir. Der ist mega leise, der druckt wirklich sensationell. Schlecht für mich, ich habe jetzt nichts mehr zu tun, noch mehr Langeweile. Also nur noch arbeiten gehen. Ich kann euch sagen, es lohnt sich auf jeden Fall. Also mit den Wellen und Lagern und wie gesagt, diese Aluminiumwellen, die Präzisionsfällen. Die, sag ich mal, man muss sie nicht nehmen. Also man könnte auch jetzt die normalen drin lassen. Das wird nicht anders sein. Aber ich hab's nun mal wegen der, also ich bin ehrlich, ich hab's jetzt auch wegen der Optik drin gemacht, weil die halt schwarz sind. Und ja, ansonsten gibt es nichts mehr zu meckern mit dem Klon. Ist wirklich absolut mega geworden, ja. Also ich bin richtig stolz auf mich und bin völlig begeistert, ja. Dann nochmal heute ein Dankeschön. Heute hat mich eine Rolle Filament ereilt von Grad Kit an Michael Ray. Hat er mir zukommen lassen. Wollte ich mal ausprobieren. Dieses Grün-Schwarz hat, habe ich ja auch geschrieben, hat ein bisschen so was Mystisches. Also gefällt mir sehr gut. Kann man nicht anders sagen. Also Grad Kit macht schon richtig gute Filamente. Gut, momentan gibt es einen Coupon mit 7 Euro bei Amazon. Ja, also es ist nicht günstig, ganz klarer Fall. Aber ihr druckt mit diesem Filament, wenn ihr so auf so eine Silk-Scheiße steht, sag ich mal, ja, dreifarbig und alles, ist ein Highlight. Sieht immer geil aus für bestimmte Sachen, Figuren. Sieht richtig gut aus. Gibt ja auch diese nackte Frau da, ja. Kommt richtig, richtig gut. Gefällt mir richtig gut. Also, und für sowas oder mal eine schöne Vase für die Frau machen oder gibt so viele Sachen, die man machen kann. Und es ist nicht das haltbarste Filament, definitiv nicht. Da würde ich weiterhin PETG nehmen oder ASA. Aber wenn es mal optisch so ein kleines Highlight sein soll, absolut geniales Filament. Also, wenn du das auspackst, schon wie das eingeschweißt ist, ja, da kann sich ja Prusa eine Scheibe abschneiden oder manch andere Firma. Und auch die Rolle, das alles aus Pappe irgendwie, aber alles hochwertig, nicht billig. Dann hast du ein Beutelchen mit drinne, dann ist um das Filament nochmal versiegelt und also die reißen sich da richtig den Arsch raus von Grad Kit. Also selten, selten so eine hochwertige Verpackung gesehen, ja. Also man kriegt auf Deutsch gesagt schon Abgang, wenn man das Paket bekommt. Und das hast du ja nun mal selten. Meistens hast du ja bloß so eine Rolle, die noch nicht mal richtig eingeschweißt ist, ja. Ich meine, ich lager meine Rollen auch ganz normal. Ich schweiß da ohne Stein, ich mache die ohne in den Beutel drin. Ich habe hier keine Feuchthöhle oder was. Ich druck auch nicht im Keller. Im Keller schon, aber bei uns ist nichts feucht. Also ich habe das alles so, ja, in meinem Schrank drinne, da sind ja immer 30, 40 Grad. Wahrscheinlich trocknet es da. Und ansonsten, ich mache da nicht groß Aktion hier mit Trocknungsautomaten und was die nicht alle haben. Das ist schon wirklich, boah, ja. Ja, ansonsten kam die ein oder andere Frage hier immer wieder drin. Der ein oder andere möchte sich einen Klon kaufen, soll ich, kann ich, weiß ich nicht und wie auch immer und also ich sag's nochmal ganz klar und deutlich, wer sich jetzt noch einen Originalen kauft, der hat nicht alle Latten am Zaun oder zu viel Kohle. Das ist einfach mal so. Das sind 850 Dinger für ein Downgrade. Wie schon gesagt, früher waren ja die Leute immer so, da haben sie sich auf ihre Mizumi-Lager gefreut, ja, hochgelobte Mizumi-Lager. Und Noctua-Lüfter vom Allerfeinsten und alles so hochwertig. Wenn ich mir jetzt das Kit angucke, ja,
Ich sehe das als Frechheit an, wie schon gesagt, weil wenn ich keine Mizumi-Lager mehr hochpreisig reinlege, das aber das gleiche Geld nehme wie vorher und da China-Lager reinlege, die wahrscheinlich vom Klon noch besser sind, da würde ich ja irgendwie langsam mal ein schlechtes Gewissen bekommen, ja. Also, auch der Lüfter, also dieser Delta-Lüfter, der jetzt da drin ist, ja. Da haben sie dann erzählt, ja, der macht mehr Luftdurchlässe, also der drückt mehr Luft durch, dadurch weniger Verstopfung. Ganz ehrlich, mein Drucker ist in 3 Jahren nicht immer verstopft mit Noctua. Also, was soll jetzt anders sein? Und ich verstehe nicht, was man da wie man so Müll erzählen kann, nur um den Leuten den billigen Schrott anzudrehen. Also, mir tun auch die Leute, die jetzt den XL bestellt haben, ja, die haben ja richtig Kohle oder bezahlt für das Ding. Und da sind natürlich die Leute auch out. Da sind ja noch ein paar mehr Kugellager drin, ja. Jetzt stell dir mal vor, da sind nicht 10, ich glaube, da sind fast 20 drin. Jetzt stell dir mal vor, du tauschst 20 hochwertige Kugellager in günstige um, nimmst aber trotzdem noch den gleichen Kurs. Ich meine, was soll die Scheiße, ganz ehrlich? Also, da wäre ich gar nicht pisst als Kunde. Gut, deswegen habe ich auch den XL nicht genommen. Also, das war jetzt auch irgendwo, habe ich gelesen, neueste Neuigkeiten. Also, die, wo Tag 1 den XL Prusa bestellt haben. Die bekommen im Mai die Lieferung, ja. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, die am Tag 5 bestellt haben, ja, die sind dann wahrscheinlich 2030 dabei, ja. Ja, wie gesagt, ich zeige euch jetzt noch mal den Drucker. Bin ja heute ein bisschen mobil hier, ja. Kann ich euch ja mal zeigen hier meinen Raum. So sieht es hier aus, kickt mal. Ist jetzt ja nicht weltbewegend. Hier ist mein Das ist eine Platte, die habe ich mir machen lassen, eine Tischplatte mit vier Beine. Das ist IKEA, das habe ich auch, also hier standen früher die Drucker drauf, auf dem Brett, 2 Stück. Hat mir aber halt nicht gefallen. Dann habe ich mir den gekauft hier, den IKEA-Schrank. Und meine Rollen, wie schon gesagt, hier sind sie, ja. Da sind ein paar Rollen drin. Dann habe ich hier unten so ein paar Rollen drin. Und dann habe ich hier noch ein paar Rollen, ja. Also ich bin gut ausgestattet, ist schon okay. Hier, jetzt könnt ihr mal hören. Da hört ihr gar nichts mehr. Also, das, was ihr jetzt hört, ist wahrscheinlich die Waschmaschine. Warte mal, ich mach mal zu. Da muss man mal. Die Waschmaschine hier ist ja sehr laut. Hier ist meine Werkbank. Auch interessant. So, jetzt passt mal auf. Jetzt zieht euch mal das rein. Hört mal den Lüfter. Und ich bin nicht im Silent Mode, ja? Also, ey, ich weiß nicht, wie man das nennt, ja? Was kommt nach Porno? Da hört ihr gar nichts. Wenn ich die Tür zumache, hier, so, nichts mehr, Ruhe. Also, ich muss wirklich immer kicken, ob der noch an ist. Ich weiß nicht, das eh nur andere Video habe ich ja hochgeladen von vorher mit dem anderen Lüfter. Also die Wellen sind auch, ich meine, sieht halt geil aus. So schwarze Wellen. Kann man nicht anders sagen. Hier hoch. Also es ist so leise. Das ist wirklich der Oberbrenner. Und es läuft wie geschnitten Brot. Ich drucke mir gerade hier übrigens den Kartenhalter für EC-Karten und Kreditkarten. Passen 4 Stück drin, habe ich auch hochgeladen in der Gruppe. Müsst ihr machen, das ist ganz geil. Ich habe schon einen fertig. Jetzt mache ich mal PETG hier, das Galaxy vom Prusa. Aber wie gesagt, ihr hört euch es an. Also, es ist wirklich völlig genial. Kann man nicht anders sagen. So, da bin ich wieder. Ja, wie schon gesagt, ich mache da auch nicht groß. Mit Rollen in irgendwelche Boxen drinstecken für 50 Euro und erwärmen die auf 40 Grad und ich brauche das alles nicht. Weiß ich nicht, warum sowas überhaupt gibt. Manche drücken wahrscheinlich in Tropfsteinhöhlen oder was, die brauchen dann sowas. Aber ich sag mal, wenn ihr wirklich Probleme habt mit feuchtem Filament, da geht er zu Obi rin. Da gibt es diese Plastikboxen, so große, kennt ihr die? Moment, zeig euch auch, habe ich ja da. Passt mal auf. Zeig euch. Gibt bei Obi Plastikboxen. Da, sowas.
Seht ihr das? Ich nehme es für Geschenkpapier oder meine Frau. So. So, da könnt ihr Rollen rinschmeißen. Ich schätze mal so 15 Stück. Dann geht er zu Lidl, holt euch 5 Kilo Salz, haut die auch noch rein. Salz zieht Feuchtigkeit und schon seid ihr fertig. Habt ihr insgesamt dann 20 Euro ausgegeben und keine 45 und braucht keinen Strom. Also ich bin der Meinung, das ist genauso. Also da passiert erstmal ja nichts. Ja, wie gesagt, Projektdrucker ist jetzt erledigt. Der Goldene ist weg. Ist so. Also wie schon gesagt, ich habe den ja damals halt vom Kumpel bekommen, weil er keine Zeit hatte, ihn aufzubauen. Aber ich muss sagen, ich bin wunschlos mit den Klonen glücklich und kann jeden empfehlen. Momentan irgendwas um 300 ist ein fairer Preis. Für die neueste Revision kann man nicht anders sagen. Und ja, dann wünsche ich euch einfach viel Spaß. Oder ihr habt noch Fragen, dann könnt ihr mich fragen. Bin ja online. Ja, so sieht's aus. Ist doch schon eine geile Gruppe irgendwie, oder? Mittlerweile, wir werden immer mehr. Ist wirklich cool. Jetzt sind wir schon, wie viel sind wir? 179. Enas Young, siehst du, freiwillig. Auch nicht schlecht. Ja. Nee, aber ich muss sagen, gefällt mir. Ein bisschen mehr Beteiligung wäre nicht schlecht, aber manche Fragen ja machen und tun, ist alles gut. Gut, wenn ihr keine weiteren Fragen habt, kein Problem. Wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Abend. Und wir hören uns einfach wieder, ja. In diesem Sinne, tschüss, tschüss.